Guten Tag, Herr Schmidt. Ich begrüße Sie recht herzlich auf Heinrichplatz TV. Sie haben ja schon mehrfach über die aktuelle Situation auch gesprochen, auch im Internet. Können Sie mir vielleicht noch mal kurz erklären, was da eigentlich gerade passiert im Weltaktienmarkt? Ja, hallo Herr Böser. Ja, wir haben eine Weltfinanzkrise aktuell. Es ist die zweite nach 2008 und die Finanzmärkte sind gecrasht. Die Ursachen sind eigentlich ein Währungscrash, das heißt, es ist ein starker Verfall des amerikanischen US-Dollar und ein starker Verfall des Euro. Die sind nicht gegeneinander verfallen, sondern die sind beide gleichzeitig gefallen gegen sogenannte Starkwährungen, wie zum Beispiel den Schweizer Franken. Wir hatten also hier letzte Woche sogar kurzzeitig die Parität. Und das ist natürlich ein Damoklesschwert jetzt gewesen auf den Märkten. Und infolge dieser Währungsverwerfungen, Abwertungsrallyes, sind natürlich jetzt auch die Aktienmärkte gecrasht. Können Sie einem unbedarften Menschen mal erklären, was da eigentlich gerade passiert? Na gut, wenn man es mal so ausdrücken will, nicht, wir haben eigentlich in Europa, früher, als wir die einzelnen Länder hatten mit ihren eigenen Währungen, immer die Sondersituation, dass die Griechen, die Italiener oder auch die Spanier einfach eine Null von ihren Währungen weggestrichen haben. Das ist die feine Methode gewesen, um sich sozusagen wieder mal zu entschulden. Das geht natürlich jetzt im Währungsraum des Euro normalerweise nicht. Es sei denn, wir bekommen einen so großen Druck, dass wir dann auch eine Null wegstreichen müssen. Aber dann ist dann wirklich Weltuntergang angesagt, weil das würde dann schon also die internationale Reputation von Frankreich und von Deutschland also massiv gefährden. Also diese Lösung sollte man nicht anstreben. Es gibt darüber hinaus eben die zweite Problematik in Amerika. Dort hat sich hat man sich nicht auf eine Anhebung der Schuldengrenze geeinigt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Märkte natürlich aufgrund dieser Unsicherheit dann plötzlich nervös wurden und am Schluss sogar massiv eingebrochen sind. Und natürlich helfen Äußerungen wie von Herrn Trichet auch nicht unbedingt weiter, wenn er am Tag der größten Krise, von der größten Krise in Europa spricht seit 1940. Das beruhigt die Märkte sicherlich auch nicht und das hat natürlich dann noch zu weiteren Verwerfungen geführt. Als dann noch das Gerücht vorgestern aufkam, dass möglicherweise auch Frankreich oder französische Banken in massiver Schieflage sind, war dann der Markt nochmal um 7% eingebrochen nach einem zuvor schon einen Dip, der auch in dieser Größenordnung war. Also die Nerven lagen in diesem Moment blank. Ist das Ganze nicht eigentlich auch systemimmanent, also dass das System, weil es ja diesen durch den Zinseszinseffekt diesen Wachstumsdruck hat, dass es dann ab und zu mal... Das ist genau der entscheidende Punkt, da sprechen Sie den Kasus Knaxus sozusagen an. Solange wir hier eine Zinsproblematik haben, werden wir, wenn wir in langfristigen Kondratjew-Zyklen denken, 46, 50 Jahre, wird sich ein System innerhalb dieses Zyklus jeweils mit dem Zinseszinseffekt ruiniert haben. Und unser System hat sich jetzt mittlerweile fast ruiniert. Das Einzige, was wir jetzt eigentlich durch diese Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, erreichen können, ist natürlich das System zu prolongieren, das heißt künstlich zu verlängern. Wie lange das Ganze anhalten kann, das kann noch 15 Jahre gehen, das ist möglich. Schauen Sie, Amerika hat in den letzten 100 Jahren und später, dann, als es auch die Weltwährung war, natürlich dadurch, dass es die Weltwährung hatte, immer die Möglichkeit gehabt, sich zu entschulden, indem es einfach die Währung sozusagen aushöhlt. Und wir haben also seit den letzten 100 Jahren eine Entwertung des US-Dollar von etwa 98%. Und das ist natürlich eine immense Entwertung. Ja. Aber so kann man natürlich durch Inflationierung seine Schulden immer weginflationieren. Die Frage ist natürlich, ob dies jetzt auch wieder versucht wird, ob dies gelingt. Irgendwann sind natürlich Systeme auch an einem kritischen Punkt angelangt, wo es nicht mehr so weitergeht. Wir hatten dann irgendwann mal das Bretton Woods-System, nicht? Wir hatten andere Systeme, die gescheitert sind. Irgendwann kippt ein System und dann muss man sich eine völlig neue Lösung überlegen. Das könnte in diesem Fall, wenn natürlich alle großen Währungsräume heute Probleme bekommen, also zumindest die ganz großen Europa und USA, aber auch Japan, kann Probleme bekommen, dass man sich dann überlegt, so wie das schon mal John Maynard Keynes wollte, mit dem Bancor, dass man eine Weltwährung einführt. Und dass diese Weltwährung so gestaffelt ist, dass es auch die Außenhandelsgleichgewichte berücksichtigt und dass eben die entsprechenden Verteilungen dieser Währung, der Schlüssel, dass der angepasst wird an die weltwirtschaftlichen Strukturen, an die Leistungsfähigkeit der einzelnen Länder. Das wäre sicherlich eine vernünftige, dynamische, flexible Währung, die man einführen könnte, wenn alle Stricke reißen.
Und wenn man sich den Goldpreis und wenn man sich den Silberpreis anschaut, dann ist natürlich jetzt schon vieles an der totalen Krise eingepreist in diesem Gold- und Silberpreis. Denn hier sind natürlich exorbitante Wertsteigerungen vollzogen worden. Mhm. Wir haben einen Anstieg vom Gold in den letzten Jahren von $250 auf jetzt in der Spitze $1800. Aber viele Leute sagen dann, Gold ist teuer, dann muss man einfach sagen, ja, aber man hat auch 20% jedes Jahr die Geldmenge erhöht. Wenn man also das mal einrechnet, ist Gold eigentlich genauso teuer wie noch vor 2002 oder 2003. Nicht, weil man einfach massiv und im riesigen Umfang Geld gedruckt hat. Und wenn diese Gelddruckorgien nicht aufhören, und die können fast nicht aufhören, weil sonst würden wir das weltwirtschaftliche Wachstum natürlich auf ein Nullniveau zurückführen oder möglicherweise in eine große Depression kommen, die vielleicht noch verheerendere Wirkungen hätte als das, was wir jetzt gerade machen. Schauen Sie die Straßenschlachten in England, schauen Sie die Möglichkeiten, dass es auch in Amerika oder in China zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt. Das kann auch wirklich niemand wollen. Und wenn man eine Deflation hätte, wo wirklich eine totale Schuldenspirale nach unten geht, das sind natürlich Dinge, die hatten wir in den 30er Jahren, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Das muss man versuchen natürlich um jeden Fall zu verhindern. Insofern hat der Manke schon recht, wenn er versucht, eine Deflation zu verhindern. Ja. Aber man darf natürlich auch nicht das System so außer Kontrolle geraten lassen, dass wir möglicherweise im Schluss zu einer Hyperinflation kommen. Das ist also eine sehr, sehr schmale Gratwanderung. Und dort vielleicht noch eine Lösung jetzt zu finden bei diesem Schuldenstand, ist mit dem heutigen System meiner Ansicht nach gar nicht mehr möglich, sondern das müsste einen kompletten Schuldenschnitt geben und man müsste irgendwann eine neue Weltwährung einführen. Dann könnte man sagen, hat man wieder ein System, das möglicherweise einige Jahrzehnte funktioniert. Aber vielleicht sollte man auch, wenn man ein neues System einführt, sich mal überlegen, ob man überhaupt dieses Zinseszinssystem braucht, ob es nicht bessere Alternativen gibt eines gemeinschaftlichen Wirtschaftens als ein System, das eigentlich zwangsläufig in eine Schuldenblase führt. Nun gibt es ja auch umgekehrt Bestrebungen zu so Regionalwährungen, die also das Zinseszinssystem nicht benutzen und zum Beispiel in Brasilien, Argentinien großen Erfolg haben. Auch in Wirr gab es ja mal dieses berühmte Geldsystem, was, und es gibt ja inzwischen, glaube ich, 90 Regionalwährungen, die relativ gut funktionieren. Es gibt ja auch in der Schweiz den Wir, also es ist auch eine Währung, die man sozusagen benutzen kann. Mhm. Aber es hat sich halt alles bisher nicht durchgesetzt, weil natürlich auch, wenn sich so etwas durchsetzen soll, müssen natürlich die politischen Verantwortlichen ganz oben auch grünes Licht geben, aber da hat natürlich niemand wirklich jetzt momentan Interesse dran, so etwas einzuführen. Und solange das nicht passiert, werden diese Regionalwährungen das bleiben, was sie sind, nämlich regional. Und sie werden nicht mal zu einer Landeswährung. Landeswährungen, das ist wieder eine andere Geschichte. Da könnte man sich natürlich vorstellen, dass ein Land hier ausschert und wie gesagt mal seine eigenen Währungsspiele spielt. Also das könnte sicherlich auch mal sein, dass irgendeines der großen Länder sagt, okay, wir werden kein Zinseszinssystem mehr von den westlichen Industrienationen benutzen. Schauen Sie, der Islam hat ja auch keine Zinsen offiziell, das wird eben anders gelöst, indem man eben hier dann eben Beträge aufschlägt. Ja, eine Gebühr einfach. Die genau. Genau. Und das ist natürlich, dort gibt es ja das System auch nicht und es lässt sich damit auch wirtschaften. Also es ist nicht so, dass man mit einem nicht zinsbasierten System nicht wirtschaften könnte. Naja, vor allen Dingen ist ja der Zins im Grunde so eine Art Beschleuniger. Also das System muss eben immer wachsen und zwar jedes Jahr immer schneller, immer mehr. Ne? Das ist ja Ruinierungsbeschleuniger, das können Sie so sehen. Ja, also je schneller, je mehr Zinsen Sie haben, desto schneller sind Sie ruiniert. Das ist so. Und wenn wir in einer entschleunigten Welt leben wollen, also wo eben, weil wir können ja nicht immer schneller, immer mehr Konsumgüter schaffen, das geht einfach nicht. Dann sieht das ganze weltweite System, ich habe das ja in meinem Buch unter Bankstern geschrieben, ist ein einziges Spielcasino geworden. Nicht? Wir haben weltweite Derivatebestände von schätzungsweise 600 bis 800 Billionen. Das sind alles Wetten auf irgendetwas. Ja. Und wir haben jahrelang eigentlich unseren Anlegern gepredigt und wir tun es auch weiter, sie sollen Werte kaufen, Value. Ja. Nicht? Wir waren die Ersten, die 2003, 2004 zum Einstieg in Gold und Silber etwas gesagt haben. Wir haben frühzeitig in Rare Earths investiert. Wir sind auch heute der Ansicht, dass die besten Investments zukünftig nach wie vor hochkarätige Dividendenpapiere sind. Denn wenn Sie Dividenden haben, haben Sie ganz klare Werte. Nehmen Sie eine Procter & Gamble. Nicht? Also es ist einfach so, es gibt bestimmte Produkte, die dort von diesen Firmen hergestellt werden, die jeder braucht. Mhm. Ja, und eines ist auf jeden Fall auch todsicher. Eine Firma, die Rasierer herstellt, wir haben also
wenn wir jetzt von 7 oder 8 Milliarden Menschen irgendwann ausgehen, ja, dann ist die Hälfte ungefähr Männer und denen wachsen alle Barthaare. Und es ist ein absolut sicheres Business, sich zu rasieren. Also das ist ein Dividendenpapier per excellence. Nicht? In solche Papiere investieren halt Investoren wie Warren Buffett und da haben sie immer einen Gewinn. Wenn sie natürlich heute einen Fonds kaufen von einer Bank, überlegt sie mal, wie die Leute abgezockt werden. Ja. Sie haben erstmal 2% 2% Management Fee auf diesen Fonds. Dann haben Sie 4% Agio, wenn Sie ihn kaufen. Sie haben 2% Rückgabekommission. Das heißt, wenn Sie einen Fonds heute kaufen, also jeder, der das tut, das ist völlig verrückt, der hat schon 8% Verlust. Mhm. Ja? Und dann machen ja viele Vermittler es ja so, dass sie, wenn ein Fonds in Gewinn geraten ist für die Anleger, damit sie nochmal ihre Provisionen kassieren können, verkaufen sie dann ihren Anlegern, mit dem Gewinnfonds wird verkauft, kaufen sie einen neuen Fonds. Das heißt, hier werden permanent Gebühren produziert für die Kunden, sodass der Kunde eigentlich gar nicht mehr auf einen grünen Zweig kommt. Naja, das ist ja im Grunde, Sie haben das in Ihrem Buch unter Banks dann sehr schön beschrieben, diese Bereicherungsmanie, dass sozusagen da im Grunde sich die Banker im Grunde nur selber bereichern in dem ganzen Spiel. Ja, also die Banker, das muss man einfach so sehen, liefern ja eigentlich keinen Mehrwert mehr für die Gesellschaft, sondern sie sind zu Parasiten degeneriert dieser Gesellschaft. Ja. Sie sind eine Brut von Banditen, die also im Grunde genommen nicht mehr, ich kann diese Leute nicht mehr für voll nehmen, denn sie haben sich also für mich also völlig geoutet, denn wenn man im Grunde genommen, ich sage Ihnen mal ein Beispiel, die UBS oder die Credit Suisse hier in der Schweiz, die haben ganze Legebatteriestationen von Tradern aufgestellt. Was machen die Leute? Dollar, der also reinkommt, oder jeden Schweizer Franken, der in einer Bank angelegt wird, macht eine Bank das Zehnfache an Kreditvolumen daraus oder beziehungsweise das Zehnfache an Geldvolumen. Ja. Und dieses Geld setzt sie dann selbst ein, um damit zu zocken auf den internationalen Finanzmärkten und Transaktionsgebühren ohne Ende für ihre Kunden zu generieren. Ja. Und dieses Parasite-System, das erwirtschaftet dann sogenannte Zielrenditen, die dann ein Herr Ackermann vorgibt von 25% oder damals der Herr Prinz von Citigroup mit sage und schreibe 50% Eigenkapitalrendite für die Bank. Ja. Nicht? Also das ist im Prinzip ein Betrugssystem par excellence. Man kann hier regelrecht von einer sogenannten Bankenmafia sprechen. Ja. Und ich kann dringend nur raten, wenn es nochmal eine Krise gibt und diese Banken kommen und betteln um Geld, lasst sie bitte pleite gehen. Ein normaler Bäcker, der plötzlich nicht mehr seine Schulden bezahlen kann, ist auch pleite. Warum sollte hier jemand anders behandelt werden, der quasi noch die Gesellschaft aushöhlt und im Prinzip keinen Mehrwert und keinen Nutzen für die Gesellschaft bringt? Mhm. Nun ist das ja so, dass er im Grunde jetzt die Ersparnisse der Babyboomer-Generation verzockt worden sind. Ist das richtig? Absolut. Und das ist ein Skandal ohnegleichen. Genauso ist es ein Skandal, wie unsere Politiker heute agieren. Also wie gesagt, man muss ja fast davon ausgehen, dass Frau Merkel irgendwann in ihrem Leben doch zu heiß gebadet hat. Denn es ist ja nicht zu fassen, dass man im Grunde genommen hier den Banken 400 Milliarden schenkt. Und dann plötzlich, wenn der deutsche Mittelstand sein Geld ins Ausland gebracht hat, 400 Millionen, dem deutschen Mittelstand sozusagen hier eine Kriegserklärung und Steuerdings und alles Mögliche vorwirft, das ist ja ein völliger Witz, nicht? Mhm. Also die Größenordnungen stimmen nicht mehr, nicht? Also wenn man jetzt in der Größenordnung, wie man den Banken geholfen hat, Steuergelder zurückgeholt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, das ist in Ordnung, das ist dringend benötigtes Geld. Aber wenn man in der Faktor 100 oder Faktor 1000, in dem Fall sozusagen mit dem Geld herumschmeißt der Steuerzahler, dann muss man sich dann doch folglich fragen, was das alles noch mit gesundem Menschenverstand zu tun hat. Da versucht also ein Finanzminister 400 Millionen zu holen, nachdem man vorher 400 Milliarden verschleudert hat, also Bürgerenteignung par excellence betrieben hat und die Banken hier unterstützt hat mit Steuergeld. Das ist unglaublich, was hier in Deutschland abläuft. Gut, sehen Sie da eine Möglichkeit, was zu ändern? Das ist eine gute Geschichte, ja. Also wir können nur hoffen, dass wir eine neue Regierung mal irgendwann bekommen, die hier aufräumt. Es gab ja mal 1961, in dem Jahr, wo ich geboren bin, eine gewisse Aufbruchstimmung mit einem Herrn, der hieß John F. Kennedy. Und er wurde leider umgebracht, als er seine eigenen Banknoten einführen wollte. Das war der eigentliche Grund seiner Ermordung, denn er wollte nicht mehr von den Banken abhängig sein. Und er hat also die Federal Reserve Notes abgeschafft und hat United States Notes eingeführt. Und genau das müssten wir eigentlich mal auch tun. Wir müssen aufhören, dass wir also dieses Geldsystem über die Banken laufen lassen, sondern wir müssen mal anfangen, dass die Staaten
dermaßen entschuldet werden, dass es nicht mehr über dieses Bankenzinseszinssystem läuft, sondern dass man möglicherweise hier Dinge schafft, wo auch die Bankenlandschaft revolutioniert wird, wo ein völlig neues Finanzierungssystem aufgebaut wird, sodass wir nicht mehr von diesen alten maroden, ja man kann schon sagen, machtja-ähnlichen Strukturen abhängig sind. Okay, vielen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen.